Heute mache ich portugiesische Sardinen mit einer Knoblauchmayo. Dazu probiere ich auch noch die Trüffelmayo von Tunke. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich das Ganze mache und wie es mir schmeckt, schaut euch das Video an. Viel Spaß! Für unsere Knoblauchmayonnaise brauchen wir natürlich Knoblauch, den packe ich hier in Backpapier, damit er keinen direkten Kontakt hat zu Alufolie. Dafür gebe ich als erstes etwas Olivenöl drauf. Dann Knoblauch. Und dann noch etwas Fleur de Sel. Wer kein Fleur de Sel hat, kann auch Meersalz nehmen. So, das packe ich jetzt ein. Das gebe ich jetzt aufs Ablagerost und werde es da 15 bis 20 Minuten liegen lassen. Unsere portugiesischen Sardinen wollen wir natürlich auch würzen. Dafür habe ich Olivenöl, eine klein gehackte rote Chili, geräucherter Paprikapulver, ein paar Zesten von der Schale. Achtet am besten darauf, nicht das Weiße zu nehmen. Rosmarin. Die Funkstrecke dieses Mikrofons können wir heute austesten, denn da hinten wird gearbeitet. Das hacke ich jetzt auch noch mal kurz klein. Und jetzt noch Knoblauch reiben. So, fertig. Jetzt nur noch verrühren und vorsichtig dann da unterrühren. So, jetzt vorsichtig unterrühren. So, das stellen wir jetzt kurz zur Seite und ich widme mich jetzt der Mayonnaise zu. Warum machen wir heute portugiesische Sardinen mit Knoblauchmayo? Wie ihr wisst, starten wir zur EM ein neues Event mit 24 verschiedenen Teilnehmern, mit 24 verschiedenen Rezepten aus 24 verschiedenen Ländern, die teilnehmen. Wir haben natürlich geguckt, was es für Rezepte in den verschiedenen Ländern gibt, falls wir eins dieser Länder gezogen bekommen. Wir zeigen euch immer wieder neue Rezepte aus den verschiedenen Ländern, achten aber darauf, dass es keins der teilnehmenden Rezepte ist. Also, jetzt kommen wir zur Mayonnaise. Für die Mayonnaise brauche ich ein Ei. Achtet darauf, das muss immer als erstes rein. Öl. Senf. Ein Spritzer Zitrone. Pfeffer, und eine Prise Salz. Ich nehme extra dieses Gefäß, denn das ist schön schmal und hoch. Damit kann ich jetzt hiermit die Mayonnaise hochziehen. Jetzt fehlt nur noch Knoblauch. Riecht sehr schön nach Knoblauch. So, den zerdrücke ich jetzt mit dem Messer.
Den mixe ich jetzt noch unter die Mayo und dann ist die Mayo schon fertig. So, ich fülle es jetzt um, damit es schöner aussieht. Die Plansche unseres Sundas haben wir jetzt eingeölt und Salz drauf gegeben und jetzt kommen da unsere Fische drauf. Das Salz haben wir drauf gegeben, damit der Fisch nicht anwappt. 3 bis 4 Minuten, dann drehen wir sie. Ich drehe sie jetzt vorsichtig um. Nochmal 3 bis 4 Minuten warten und dann sehen wir uns zum Essen. Ich probiere heute mal die Mayonnaise von Tunke und gucke mal, ob sie mit unserer Mayonnaise mithalten kann oder besser ist. Es ist eine Trüffelmayonnaise und die dippt man nicht, die tunkt man. So, unsere Sardinen sind fertig. Ich gebe jetzt Zitronen und Salz drauf, um sie zu verfeinern. Hier sind meine Fischis und ich habe mich dazu entschieden, sie mit Kopf und Kragen zu essen. Hier dippe ich sie mal ein. Sehr lecker, sehr weich und die Mayo ist echt super geworden. So, ich probiere jetzt auch noch mal einen Fisch mit der Mayo von Tunke und dort tunke ich sie ein. Tunke ich sie ein. Auch sehr lecker. Diese Mayo ist auch sehr lecker. Ich finde beide sehr, sehr gut. Wenn ich mich entscheiden müsste, wüsste ich eigentlich nicht, welche ich nehmen sollte. Weil beide sehr lecker sind. Genauso wie die Fische. Und ich finde, das Essen ist total gut gelungen. Macht es doch mal nach. Es ist schnell, es ist günstig und es ist sehr, sehr lecker. So, das war's mit dem Video. Hier könnt ihr uns abonnieren. Unten könnt ihr die Glocke aktivieren. Hier kommt ihr zu unserem Blog. Hier sind 2 weitere wunderbare Videos. Und hier könnt ihr uns auf Instagram, Facebook und Twitter abonnieren. Wir sind raus. Ihr wart bei Data in der Sizzle Zone. Bis zum nächsten Mal.